Wenige Kilometer weiter im Kitzbüheler Country Club delektierten sich handverlesene VIPs an Zigarren und Tequila. Der kam aus dem Hause Schwarzenegger, nicht von Arnie, sondern von seinem Neffen Patrick. Sein Vorbild George Clooney, der kürzlich seine Tequila-Firma um 1 Milliarde Dollar verkaufte. Es ehrt mich, mit George Clooney verglichen zu werden. Ich kenne ihn persönlich und er ist ein super Geschäftsmann und er hat große Vorarbeit geleistet. Er hat der Welt gezeigt, wie sexy und gut Tequila sein kann. In den USA ist Tequila sehr, sehr populär, gerade auch mit Frauen. Es ist auch ein Upper und hat auch weniger Kalorien und Zucker wie andere Alkoholsorten. Aber wie gesagt, das muss schön langsam angehen, weil sonst dann schießt es zu schnell ein. Und dann weiß man nicht, was rauskommt. Salz und Zitrone gibt es jedenfalls nicht dazu. Den berühmten Slammer, oder? Okay, ja, ich weiß es nicht, aber ist ja schon more sophisticated. Aber wenn du zu viel trinkst, wirst du auch rauschig, oder? Vermutlich. Allerdings, hier wird weder getrunken noch geraucht. Schwarzenegger-Freund und Zigarrenguru Daniel Marshall erklärt. We don't smoke. Wir rauchen nicht, wir probieren Zigarren. Genauso ist es beim Tequila. Wir trinken ihn nicht, wir nippen höchstens daran. Das ist die Idee dahinter. Same kind of idea.